25 Jahre vergeblich gelebt? Ich sage das Fragezeichen. Nach 25-jähriger Geschichts- und erinnerungspolitischer Basisarbeit ist für mich eine Zäsur. Ein Vierteljahrhundert ist einfach jetzt nominal ein Rahmen, eine Zeitspanne, ein geschichtspolitischer Raum, den ich mit meiner Person und mit dem, was mir wichtig war, gefüllt habe. Aber es geht nicht um meine Person, sondern ich bin da sozusagen in einer dienlichen Tradition. Weil wenn es Engel gibt auf Erden, dann bin ich welchen begegnet in diesem Zeitraum. Also Engel von Menschen, die mit Engelsgeduld sozusagen geschärftes Schwert der politischen Erkenntnis in der Hand habend für ihre Sache gekämpft haben. Sie sind nicht mehr, aber sie leben weiter. Da denke ich an Kurt Goldstein und vor allem an Alfred Hauser. Weil von den Menschen hatte ich das Vertrauen und ich brauchte nur einen Vorschlag machen. Dann haben die das unterstützt. Aber ich brauchte nur einen Vorschlag machen, das klingt jetzt natürlich so ich bezogen. Das war natürlich immer in der Sache wichtig und auch in dem Zeitfenster, in dem das passiert ist. Ich erinnere mich nur zwischen den Jahren, wo es um die entschädigungspolitischen Sachen ging. Und ja, da waren Zeitfenster, wo man die Öffentlichkeit auch gut erreicht hat. Ja, und da ist ja einiges passiert. Im Sinne von, dass diese Autoritäten noch gelebt haben und mit diesen Autoritäten als Hintergrund haben sie auch Türe geöffnet. Und jetzt bin ich bei der Fontanenpromenade 15 e.V. Diese Autoritäten, Inge Deutschkron, Horst Selbiger und Vera Friedländer, die tragen und tragen nicht. Sie werden benutzt und vernutzt. Auf was beziehe ich mich? Inge Deutschkron hat den Brief geschrieben zwischen den Jahren und das hat immerhin dazu geführt, dass sich die Türen geöffnet haben, aber nur ein Spalt. Weil die Türen Spalt geöffnet haben, da wurde heftigst angepocht. Angepocht durch die Öffentlichkeit und dann mussten sie den Spalt aufmachen. Aber im Türrahmen haben sie sich nicht gezeigt. Hinter verschlossenen Türen haben sie es dann gehandelt. Nun, die Politik, die tanzten natürlich in dem Raum vor den Türen rum, aber was haben sie gemacht? Nix. Im Sinne von Demokratie, im Sinne von Politik, was verändern, sondern sie haben nur bedient. Man muss sich vorstellen, dass hinter der Tür Kultursenat, ja, da ist verantwortlich Herr Ledrer und der immer gesagt hat, Fontanenpromenade wollen wir. Hinter der Tür ist natürlich auch ein Gang rüber zu Herrn Nachama, Topographie des Terrors, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger, der Geist der Berliner Gedenkpolitik. Ich glaube, dass sich Herr Nachama und Lederer und Kultursenatsverwaltung in einem exterritorialen Gebiet zum Ballspiel treffen. Oder vielleicht auch nur zum Billard spielen. Aber nicht das Lochbillard, sondern das Billard ohne Löcher und spielen die Kugeln. Nur wer nicht drin vorkommt, sind die Menschen. Und die Inhalte, um die es eigentlich geht. Gut, das Format Billardtisch vielleicht mal. Da wird herumgeschossen und im Sinne von, die Stöcke tragen, haben da verschiedenste Akteure. Da ist Nachama am Tisch, da ist Frau Dr. Regius am Tisch, natürlich via Staatssekretär und die Menschen, die da noch Mitverantwortung tragen. Und die spielen die Kugeln. Nur
Gedenkort Fontanepromenade ist sozusagen die Zentralkugel, die getroffen werden muss. Und die haben sie schon lang vom Tisch geschossen. Wie sie das gemacht haben, jetzt, um in dem Bild zu bleiben, es ist halt passiert, ja, aber willentlich. Also sozusagen eine Gedenk- und Erinnerungspolitische Karambolage, das wäre eher so das, was im Bullspiel, um im Ballspiel Bild zu bleiben, passiert ist. Man hat dieses Schweinchen weggeknallt, beziehungsweise die Kugel, die da am nächsten dran war, in dem Fall im Billardtisch, die vom Tisch geknallt. Und warum? Wieso?